Herzlich willkommen zu der letzten Review der Darts WM 2017 und es war eine Partie, die es an Rekorden nicht zu überbieten hatte. Waren zwei. Was können wir daraus mitnehmen? Michael van Gerwen ist der neue Weltmeister. Gary Anderson hat 22 180er in einem Match geworfen, was ein neuer Rekord ist. Es gab keinen neuen Darter in dieser WM. Ja, das sind so die Punkte, die man so schon mal mitnehmen kann. Ja, es war am Anfang ein Auf und Ab und am Ende wurde es nochmal relativ spannend. Relativ in Anführungszeichen, es ging halt 7-3 aus, aber keine Sorge, Gary Denson hat sich sehr gut am Anfang reingespielt gehabt, hatte alles unter Kontrolle, beziehungsweise Van Gerwen ist in Führung gegangen, aber das war gar kein Problem für Gary Anderson, er hat das 1-1 in den Sätzen gemacht. Van Gerwen ist dann wieder in Führung gegangen mit 2-1 in den Sätzen, aber Gary Anderson hat es einfach nicht gejuckt und macht das 2-2 in den Sätzen. Es gab zwischendurch mal ein paar Problemchen von Anderson auf die Doppel und von Van Gerwen, der hat den öfters mal gebreakt, aber das hat Gary Anderson, wie gesagt, nicht gejuckt. Also die ersten 4 Sets waren sehr eng zwischen den beiden, hatten auch alle ein Entscheidungsleck, was dann, ja, war halt schon ziemlich eng. Und im 5. Set kam dann so, in Anführungsstrichen, ein kleiner Break in der Partie, als dann Michael van Gerwen das 3-2 in den Sets gemacht hat und das 5. Set auch mit einem 3-0 in Lex gewonnen hat. Ja, danach ging es auch einfach nur in Richtung Van Gerwen, kontrollierte die Sätze ganz locker mit einem 3-0 in Lex und das nächste Set war auch 3-0 in den Lex. Es war ein ganz einfaches Spiel zu dem Zeitpunkt für Van Gerwen. Und dann ab dem 6-2 geriet Van Gerwen irgendwie ein wenig ins Stocken. Woran es gelegen hat, ich weiß es nicht. Natürlich kam der Flitzer ins Bild hinein und rennt einfach auf die Bühne. Ja, er rennt einfach auf die Bühne, nimmt sich die Trophäe, rennt an Van Gerwen vorbei. Das war das beste Bild, was in dieser WM war. Und rennt einfach an ihm vorbei und hebt die Trophäe hoch, als wäre es nichts. Nur 20 Kilo wiegt die Trophäe. Aber das juckt ihn einfach nicht. Der ist wahrscheinlich sturzbesoffen gewesen, aber keine Sorge. Der Typ wurde rausgeführt, gar nichts passiert. Aber dann war irgendwie das Problem bei Van Gerwen, hat das nicht aus dem Kopf rausbekommen. Der hat das irgendwie nicht verarbeiten können die erste Zeit und dann kam Gary Anderson natürlich wieder in die Partie, was eigentlich nicht vorhersehbar war, denn man dachte eigentlich, dass Van Gerwen jetzt einfach die Partie zu Ende spielt, weil es war halt 6-2 in den Sätzen und ja, keiner hat mehr so wirklich an Gary Anderson geglaubt, nicht mal seine Frau dachte daran, die ja, das einfach nur noch zur Kenntnis nahm, dass Gary Anderson dann das 3-6 in den Sätzen machen und dann fing er auch noch an, weiter die 180er zu bearbeiten, beziehungsweise die Triple 20 zu bearbeiten. Stellte dabei dann den Rekord auf, im letzten Leg der Partie. Ja, im letzten Satz der Partie ging das Ganze dann auch wieder in ein Entscheidungsleg. Und das hat dann Michael van Gerwen gebreakt mit einem Check aufs Bull. Ja, 88er Checkout. Ja, und so hat er dann die Partie beendet. Ja, am Ende waren es dann auch noch ein Rekord an 180ern. Es war einfach eine Partie, die eines Finales würdig war. Leider ein bisschen zu hoch ausgefallen, muss ich sagen. Ich hätte es lieber mal ein bisschen spannender gehabt von Gary Anderson her. Und war einfach nicht mehr drin an dem Tag für Gary Anderson. Er hätte mehr auf die Doppel machen müssen. Er hätte mehr machen müssen, um Van Gerwens Titelerfolg zu verhindern. Seinen zweiten. Ja, ebenfalls die Averages. Da hat man auch gesehen, Van Gerwen mit einem 108er Average und Anderson mit einem 104er Average. Das ist dann auch so der kleine, feine Unterschied. Ja, es ist einfach, war am Ende dann doch ein bisschen zu much für Gary Anderson. Ich glaube, der hatte einfach nur zu viel Druck, wollte einfach zu sehr noch den dritten WM-Titel in Folge, aber hat am Ende, glaube ich, auch so ein bisschen abgeschlossen, hat das auch nicht mehr so stark. Man hat ihm angesehen, dass er das eigentlich schon abgeschlossen hatte nach dem 6-2 in den Sätzen, dachte auch nicht mehr so krass daran. Nach dem Flitzer war es dann wieder, das Gefühl von Gary Anderson war das Gefühl wieder relativ da, aber es hat irgendwie keiner so richtig dran gedacht, dass er das jetzt komplett nochmal aufholt. Es war dann am Ende leider das 7-3 in den Sätzen, was man daraus ziehen kann. Van Gerwen, der ganz klare Favorit, die Nummer 1 der Welt, setzt sich halt durch.
keine überraschende WM sozusagen, ja. Weil Gary Anderson und Van Gerven im Finale war die 1 gegen die 2, Peter Wright rausgeflogen gegen Gary Anderson, das, ja, die 3 gegen die 2 rausgeflogen, nach der Rangliste ja logisch, und Van Gerven ballert halt die 12 der Welt raus, also, ja, das einzig Unlogische an dieser ganzen WM, wenn man das unlogisch nennen kann, was eigentlich im Endeffekt dann doch verdient war, war die Partie von Van Barneveld gegen Phil Taylor, wo die Nummer 3-4 der Welt rausgeflogen ist. Aber das hat dann am Ende auch nicht gestört. Phil Taylor sagt selber noch, er macht die nächste WM nochmal mit, beziehungsweise, ja, muss jetzt nicht unbedingt nächstes Jahr die letzte WM sein. Ich denke mal, also ich vermute selber, dass Phil Taylor noch mindestens 2 WMs spielen wird, weil er sagt selber von sich, nächstes Mal wieder nochmal angreifen, und ich denke, dann wird er danach nochmal ankündigen, dass es dann seine letzte WM im letzten Jahr sein wird. Auf jeden Fall ist es dann im Endeffekt so, dass ja, der große Phil Taylor doch nochmal auf die Bühne zurückkehrt. Er hat gesagt, er wird nicht mehr so viel auf die Rangliste achten, es wäre ihm egal, er wird Premier League spielen, das ist für ihn wichtig, er wird noch die ganzen großen Major-Turniere spielen, das ist für ihn wichtig, und die WM natürlich, die will er spielen, er wird angreifen, das hat ihn sozusagen angereizt, dass Van Barneveld ihn rausgeschmissen hat und will nochmal zurückkehren, die nächsten 2 Jahre, denke ich mal, aber im Endeffekt steht halt Van Gerven mit der WM-Krone, mit dem WM-Pokal, dann da. Schlussendlich muss man sagen, verdient. Er hat ein sehr gutes Turnier durchweg gespielt, hat eigentlich nie daran zweifeln lassen, dass er die WM-Krone gewinnt, und auch im Halbfinale und im Finale sehr gute Leistungen vollbracht. Man muss einfach sagen, Van Gerven, sehr, sehr gut gespielt, verdient, gewonnen. Und alle Gary Anderson-Fans, keine Sorge, der Typ war auch nicht schlecht dabei. Aber ja, es hat einfach nicht gereicht. Ich würde sagen, das war's auch von der Review. Wir sehen uns bei der Promi-Darts-WM wieder. Da gibt es auch noch kleine Review, die wir dann spontan machen werden. Am 7. Januar auf Pro7. Alle einschalten, wenn ihr Bock habt. Da gibt es eine Promi-Darts-WM. Da spielen ein paar Hochkaräter mit ein paar Leuten, wie zum Beispiel Rainer Kallmund oder Steffen Hensler. Die beiden. Ja, die Top-Spieler aus der Darts-Welt. Und natürlich die deutsche, Nummer 1, Max Hopp, spielen mit. Und natürlich Menzo Sulevic für die Österreicher. Menzo Sulevic, ja. Ja, aber von dem Zeitpunkt war es das. Wir sind raus mit der Review. Noch ein frohes neues Jahr nachträglich und krönt den Van Gerven als Champion. Game on.